Gude und herzlich willkommen zurück im LF22 im Format Farm and Travel auf der Map Land of Italy zu unserem zweiten Teil der Shopping Tour für den Lohner / BGR-Betreiber. Und ja, wer gucken kann, ist klar im Vorteil. Erstmal vorneweg viel Dank für die Daumen nach oben. Ich war gerade kurz irritiert, weil kein Tonausschlag kam. Wir gehen rein in die Ballen. Und wenn man auf, hier ist das, was ich gesucht habe, dieser Akkumulator. So, dann das Ding ist ein bisschen special. Special. Nehmen wir nur für Stroh. Nehmen wir die, die sehen irgendwie wild aus. So. Wir nehmen die in alt. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Fiat Acrinoi. Nehmen wir den Fiat Agri. Top. Zusatzoption: Feuerlöscher. Sehe ich nicht. Ah, hier. Zwei Feuerlöscher. Ach, hier. Wir nehmen mal zwei Feuerlöscher. Dann nehmen wir hier die Leuchten. Keine. Wir nehmen den Akkumulator, Seliermitteltank. Brauchen wir den für Stroh? Nee, eigentlich nicht, ne? Ne, brauchen wir nicht. So, und dann, wir haben ja gesagt, no register plate. Brauchen wir das auch nicht? Ich sehe auch keine. Gut, dann gehen wir auf kaufen. Und dazu kaufen wir diesen Akkumulator. Ist so ein bisschen angelehnt am Strohbergungs-Add-on. So. Das Ding ist riesig. Mit dem Teil noch krasser. So. Dann fahren wir das mal auf Seite. Hier übrigens, ich habe den Core-Mod nicht installiert, deswegen. Also wir haben jetzt hier einen Same 7250 TTV Warrior, 286 PS. Der wird unsere Saatmaschinen bedienen. So. Wir räumen das jetzt mal hier ein bisschen auf Seite. Den Lexion habe ich auch hochgeholt. Mal schauen, ob wir das alles so sauber hinbekommen. Ich glaube nicht. Ja, ich muss den Trigger dann gleich mal ein bisschen anders machen. Das war aber nix. Keine Ahnung, warum die Kamera hier so wild dreht. So, dann steigen wir mal aus. Zack. Und seht euch die Animation an. Aha. So. Gut, dann haben wir ja heute gut gefrühstückt. Der muss hier, glaube ich, hier dran, oder? Gut. Ist die Frage jetzt, ja. Ist natürlich ein Riesending, ne? Ist natürlich ein Riesengespann. Wild.
Können wir das irgendwie einklappen? Ne, ich will, dass du es zuklappst. Okay. Funktioniert nicht wie gedacht. Aber gut, dann fahren wir mal hier hin. Und machen. Das muss man doch irgendwie zusammenklappen können, oder? Naja, gut. So, also wir haben, ich habe beschlossen übrigens, wir lassen das bei dem Transport. Wir haben hier einen fetten Anhänger. Wir brauchen nämlich jetzt noch was. Und zwar brauchen wir dazu, wichtig, wir müssen erstmal schauen, weil ich die Größen nicht abschätzen kann. Wir haben hier, hat leider keine Details. Was kann der? Der kann Dünger und Kalk. Die Frage ist, ob der auch diese Feststoffe streuen kann. Das Ding ist riesig. Ich glaube, da brauchen wir den Dreiachser, oder? Die Frage ist, ob das so viel Sinn ergibt. So ein Riesending. Wir haben hier auch 24 Kubik. Ne, Quatsch. 10.000, 8.000, aber wir haben nur die Hälfte. Aber eigentlich, wenn wir mit IT arbeiten, macht das halt einfach Sinn. So, wo sind die denn? Die Frage ist halt auch, wie viel PS sie wegnehmen. Hier, drei Achser, zwei Achser. Gibt's halt keine Kombis. Das ist halt irgendwie, der ist zu klein dafür, sag ich euch. Und dann ist die Frage, in der Pflege macht das halt dann keinen Sinn. In der Pflege macht das keinen Sinn. Wir können aber gucken, ob wir so einen brauchen, wenn wir damit gehen. 15.000 Liter. Wir haben auch einen IT-Runner übrigens. Dreiachser. Da können wir Gärreste abholen. Mit dem LKW. Universal. Gülleausbringer. Universal. Ist eigentlich schon ziemlich nice. Probier mal aus. Wir probieren aus. Wir probieren aus. So, Güllezubringer auch schon mal geregelt. Sehr gut. Wir gehen jetzt aber rein in die Feldarbeit. Und hier starten wir mit den Grubbern. 450 PS hat sich erledigt. Ja, Grubber nicht. Flug. Wir können überlegen. Wir haben hier einen 3 Meter. Wir haben hier 3 Meter. Wir haben hier einen Frontgrubber. 170 PS. Vorne geschoben. 4 Meter. Haben, jetzt ist die Frage 6 Meter und wir gehen mit Einzelkorn 6 Meter. Haben wir 6 Meter Einzelkorn? 9 Meter, 3 Meter, 6 Meter ist 70. Ah, why? Die ist zu groß für die Map, sage ich euch.
Warum kann die nicht 6 Meter sein? So. Gut, verschieben wir auch. Gehen wir hier hin. Wir haben nämlich hier ein italienisches Modell. 6 Meter. 1-Korn-Gerät. Ah, das ist doch ein Fehler, oder? Ist doch kein Einzelkorn. Ist auch kein Direktsaat, ne? Das heißt, ich muss hier vorher grubbern. Spurreise. Ui, das sieht ja wild aus. Lassen wir mal. Die will ich auf jeden Fall. Kann die Dünger? Nee, die kann nur Saatgut. Wir starten mit der. Und wir holen uns den Grubber. Vorne weg. Hier gibt's Kombinationen. Ah, okay. Gewichte brauchen wir nicht. Wir holen uns den Grubber. Den Vorwärtsgrubber. Vier Meter. Details. Das sieht schon nice aus. Und der. So, dann hätten wir die Kombi schon mal. Dann brauchen wir noch Einzelkorn. Scheibenecken. Hier haben wir eine. Was bist du? Guck mal hier. Das ist eine Scheibenecke. Da können wir Zwischenfrüchte einarbeiten. Wir haben keine Holme oder so. Gucken noch mal weiter. Kreiselecken. Die hier brauchen zu viel PS. Hieven locker. Was sind das? 340 PS, die kann ich eh nicht fahren. 180 PS. Da gibt's Kombinationen. Nein, das sind nur Gewichte. Valentini. Aber. Nee, ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr. Wobei, einen tiefen Lockerer werden wir brauchen, ne? Gegens Flügen. Das hat ja, das sind immer nur Gewichte als Kombination. Das ist natürlich sehr clever. Okay, wir machen erstmal weiter. Also, Mähtechnik brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Einzelkornmaschine. Dann gehen wir mit der. Düngerverteilung, ja. Ja und ja. So. 170. Okay. Dann kriegen wir noch den Fronttank dazu. Danke. Ich nehme die Rollpacker. Auch zur Einzelkorntechnik haben wir. Die Korntechnik haben wir. Dann brauchen wir noch Güllefass, Gülleausbringung, Gärresteausbringung. Gärresteausbringung. Miststreuer brauchen wir nicht. Güllefässer brauchen wir.
Mit dem Load Sensing. Die sind ja alle riesig. Annaburger. Das Bossini hat halt nur 10 gepickt. Das bringt halt 0,0. Oh, ich glaube, ich habe schon mal das Falsche gekauft. Müssen wir gleich mal checken, was. Der kann das oder was? 4 Meter. Arms and Hoses vor. Und mit. Ja, klar, du arbeitest das ein, verstehe. Okay, das kann man halt hinten dran packen. 20 Kubik. Schwanhals. Nö. Nö. Was da der Unterschied? Achso, das ist die Größe wahrscheinlich einfach nur. Ja, was nehmen wir da, dein Hübsches? Ist immer the question, ist the question. 220. Nehmen wir mal ein Bierifass. Zwanzig Kubik. Vier Meter. Direkt eingearbeitet, gekrubbert. Gibt es Sinn? Nee. Wobei fürs Maislegen schon. Ah, da hätte ich gern ein kleineres Fass. Die haben nämlich sowas dann da dran. Dreizehn Kubik. Die großen Flächen. Lass uns doch mal auf die Karte schauen. Was haben wir denn? Das ist übrigens unser Auftrag. Der ist ja geil. 1,3 Hektar, 2,8, 3,2. Ja, das ist ja nicht riesig. Ich glaube, die 51 ist schon das Größte hier, ne? Ja. Ich brauche hier nicht so Riesengeräte, Leute. Dann ist die Frage. That is the question, is the question. Also jetzt, das ist ja theopraktisch. Wenn das Ding jetzt noch. Das, na. Bin ich kein Freund von. Ich tendiere tatsächlich hierhin. Es ist klein und wendig. Wir packen das hier noch hin. Oder nehmen wir das Biri. Das ist halt schon riesig, Leute. Nee, wir machen, was ist denn das? Der packt 6,50 Meter. Das ist die Einarbeitung. 40 PS mehr. Ist doch nur gescheibt, oder? Ist doch kein Grubber. Wenn ich nämlich den nehme, weil ich weiß ja auch gar nicht, ob das kompatibel ist, dann, was ist denn das jetzt hier? Ja, okay, das ist ein Flug gleich mit dabei. Ja, machen wir das doch, komm. Rein da. Mit dem leichten Fass. Zack. Und wir brauchen hier 150 PS. So, jetzt haben wir hier. Okay, das ist wieder woanders gespawnt. Perfekt.
So, dann räumen wir mal schnell auf. Was fehlt uns dann? Nur noch der Düngestreuer fehlt uns. Aber das sehe ich nicht das Problem. Achso, ne, Walzen und Kalken habe ich als Missionen. Das ist ja schon einiges, nicht wahr? Bin gespannt, wo das gespawnt ist alles. Und ab in den Boden. Perfekt. So, wir haben keine Unterfußdüngung. So, dann hängen wir dich daran. Sieht ein bisschen mickrig aus, ne? Prosit haben wir auch wieder am Start. Dann heben wir dich an. So. Müssen wir mal die PS noch zusammenrechnen. Ah, habe ich mich hier vertan? Wie, die 6 Meter? Das... Na doch, das kommt schon hin, ja. Das kommt schon hin. Fahren wir das mal auf Seite. Warum guckst du nicht nach vorne? Gut, dass wir noch rollen. Gut. Was mich jetzt noch interessiert, auf alle Fälle... ist, ob wie das hier aussieht. Warum haben wir denn hier vorne kein Nummernschild? Perfekt. Fettfingert. Ist die Frage. Kriegen wir das? Damit würde ich halt die Gülle von Schweinehof und von dem Kuhbetrieb hier holen. Abkaufen sozusagen. Ich platziere dann da noch lässt du los, bitte? Bitte. Bitte. Die Mist und... Geil. Verbuggt. Lieben wir. Woo! Meine Jüde. Ich hätte halt gern gewusst, ob das klappt oder nicht, aber nein. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Hier ist er. Zurücksetzen. Da ist der Container hingeflogen. Und wo ist mein... Oh, der ist bis darüber geflogen. Leute. Kannst du dir nicht vorstellen. So. Das machen wir aus. Wir machen Teleport. Der ist doch hier irgendwo hingeflogen, oder? Ne, hier unten war der.
Perfekt. Wo ist der denn jetzt? Ach, ich habe ihn noch in der Hand. Perfekt. Ach, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt liegt er auch noch andersrum. Aber kein Problem. Wir haben ja Zeit. So. Mal die Maschine an. So, und dann aufladen und dann schauen wir mal, ob das Ding zu lang ist. Sieht aber nicht so aus. Hm, weiß ich nicht. Also das wäre auf jeden Fall machbar. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube schon, oder? Also das soll ja mal gar kein Problem sein. Doch diese Map ist so wundervoll. Warum ich auch den Lohner hier mache, wie kann man denn eine Map am schnellsten und am besten kennenlernen? Indem man Lohnaufträge macht. Daher auch der Gedanke, das von der Map zu genießen einfach. Deswegen halt auch nicht die Riesenmaschinen. So, dann fahren wir mal hier ein bisschen rum. Hier ist der Händler. Ja, und ich glaube, ich bin dann soweit fertig. Bodenproben brauchen wir erstmal nicht. Wir haben kein Land. Hoppala. Hab mich verfahren. Egal. Gehen wir da zurück. Also. Achso, die anderen Maschinen stehen hier, hier, hier. So, wir hüpfen nochmal zum Händler. Was hier rumsteht. Also, wir haben Einzelkorn. Wir haben, können unsere Gärreste einarbeiten. Die festen Gärreste werden wir als Dünger ausbringen für die Aufträge. Und da ist halt die Frage, das können wir ja zu einem späteren Zeitpunkt noch kaufen, ob das in diesen hier reingeht. In den hier. Weil da geht halt Kalk und Dünger rein. Das ist auch ein Riesending. So, was wir jetzt noch zum Abschluss machen, wir brauchen ja was zum Silo schieben. Und zum Strohballen sammeln. Und den kennen wir aus dem 19er. Der ist ein bisschen modifiziert worden. Der hat Interactive Control. Deswegen habe ich den mit reingenommen. Oh, der hat sogar Zwillingsbereifung vorne. Hinten. Finde ich nice. Wir nehmen mal diese Variante. Keine Decoration. Position von Blinklicht. Hinten. Nehmen wir flache. Und der
macht dann das Silo. Wir haben halt hinten hier, können wir nichts dran flanschen, nochmal an Gewicht oder so. Aber das ist halt so. So, wir haben jetzt 234 PS. Wir machen vorne und hinten. Okay. Kaufen wir und dem kaufen wir jetzt nochmal Sachen. Nämlich aus diesem Pack. Beziehungsweise, ich würde gerne, wir machen hier einmal rund. Ballen und Quaderballen. Wo ist denn das? Jetzt habe ich sie nicht drauf, ne? Das ist. Okay. Schaufeln. Wir holen uns erstmal eine fette Schaufel. Was kann die alles? Maiskolben, Gärreste, Feststoff, Miststroh und Heu. Das ist doch eigentlich ziemlich nice. Das sind Big Bags. Ja, dann die holen wir uns auf jeden Fall. Das Biest. Arbeitsbreite 4 Meter. Schiebeschild aktivieren. Finde ich gut. 5 Meter. Weiß ich nicht. 4 Meter. Gehen wir auf 4 Meter. Das sind 10 Kubik. Ich weiß gar nicht, ob er das schafft. Oh. Ist auf jeden Fall nicht hier gelandet. Hüpfen wir mal rein. Oh, jetzt machen wir mal die Schose hier aus. Nice. Oh, die Tür geht schon mal nicht mehr zu. Nee. Was ist denn das? Das ist eine Sperrung, oder? Tempomat. Geil, der hat sogar Display. Coolen Sound. Jetzt checken wir nochmal. Der hat doch bestimmt. War's schon. Jo. Okay. Also das ist unser Schiebegerät und Strohballenbergungsgerät. Ja, da würde ich sagen, haben wir viel geschafft und dann starten wir. In der nächsten Folge starten wir mit unserem ersten Auftrag, nämlich Silageballen. Und da werden wir ziemlich schnell unser erstes Geld verdienen. Ich werde in der Zwischenzeit noch die Karte ein bisschen anpassen, aufräumen und für die Storyline fertig machen. Also dann, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen über ein Abonnement, ist kostenfrei, und einen Kommentar. Freut ihr euch auch auf das Let's Play? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten kann ich nur sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.